Heieiei, was war das denn? Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Oh, was wollen die denn jetzt schon alle von mir? Oh, hier ist schon wieder so viel los. Nee, später. Ja, das ist cool. Hä? 4,5 Stunden? Ich bin noch nicht 4,5 Stunden am Handy. Viereinhalb Stunden. Hä? Ich meine, das ist so lang wie ein Vormittag in der Schule oder 3 Fußballspiele hintereinander. Also, irgendwas stimmt doch hier nicht. Also ich meine, so schlimm kann es ja nicht sein. Ich bin ja jetzt nicht süchtig oder so. Echt jetzt? Ich glaube, irgendwie 4,5 Stunden sind doch viel. Ich glaube, ich muss mich darum kümmern. Dari, wen kann ich treffen, wenn es um Mediennutzung geht? Triff dich doch mal mit Jakob Florak in Berlin. Der kennt sich damit richtig gut aus. Ich schick dir mal seine Nummer. Na dann, ab nach Berlin. Bevor ich jetzt gleich Jakob treffe, bin ich mit Daniela Ludwig zum Videocall verabredet. Sie ist die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und kümmert sich eben auch um Mediensucht. Und die rufe ich jetzt einfach mal an. Hallo Daniela. Hey Tobi, hallo. Schön dich zu sehen. Du sag mal, digitaler Medienkonsum ist ja was ganz Selbstverständliches und auch eigentlich was Gutes. Warum hat denn die Bundesregierung, also die wichtigsten Politiker in unserem Land, eine Position geschaffen, deine, die darauf achtet, dass das nicht zu viel wird? Naja, das ist ganz einfach. Wir wissen natürlich, ohne digitale Medien funktioniert es nicht. Und es ist super wichtig, dass sich Kinder damit auskennen. Wir wissen aber auch, dass ziemlich viele Kinder vielleicht zu viel am Handy sitzen, zu viel am PC und dass sie Games spielen, die gefährlich sind für sie und die sie im Zweifel auch krank machen. Und genau das wollen wir eigentlich verhindern. Und darum gibt es jemanden wie mich, der sich darum kümmert. Hast du vielleicht ein paar Zahlen für mich, dass ich mal ins Thema reinkomme, so als Überblick? Ja, wir wissen zum einen, zum Beispiel aus dem Lockdown im Frühjahr während Corona, dass die Nutzung von Spielen und von Chatfunktionen bei den Kindern und Jugendlichen um 70% zugenommen hat. Das ist schon ziemlich viel. Durchaus ein Teil normal, wenn man keine Schule hat, wenn man sich nicht sieht, aber natürlich auch ein Teil, der problematisch ist. Und wir wissen, dass 700.000 Kinder in Deutschland viel zu viel gamen und zu viel am Handy sind. Und das macht einfach auch krank. Und wir würden gern verhindern, dass das noch mehr werden. Du, vielen Dank. Dann versuche ich jetzt noch ein bisschen mehr dazu rauszufinden. Viel Erfolg. Super, danke schon mal. Gerne. Tschüss. Tschüss. Spannend, was Daniela sagt. Und ganz ehrlich, seit der Corona-Pandemie verbringe schon auch ich mehr Zeit mit digitalen Medien. Um über gesunden Medienkonsum aufzuklären, hat die Drogenbeauftragte übrigens die Kampagne Familie, Freunde, Follower gestartet. So, im Technikmuseum in Berlin treffe ich jetzt Jakob. Er ist Psychiater und behandelt Kinder und Jugendliche, die medienabhängig sind. Und was das heißt, finde ich jetzt raus. Hallo Jakob. Hi, grüß dich. Willst du mitspielen? Total gern, wenn das geht. Ja klar. Und ich habe Aufschlag. Oh, das war ja schon mal nichts. Wow, bin ich schlecht. Jawohl, nicht das so. Ist meiner. Vielen Dank, schön gespielt. Verdient gewonnen. Danke. Wollen wir ein bisschen weiter gucken? Sehr gerne. Jakob, warte mal, weil mein Handy hat mir heute Morgen gesagt, 4,5 Stunden pro Tag nutze ich das. Wie bewertest du das als Experte? Wenn du jetzt ein Jugendlicher wärst, dann wärst du leicht über dem Durchschnitt. Aber auf die Zeit allein kommt es gar nicht an, sondern es kommt darauf an, wie du die Sachen nutzt. Mhm. Ob du jetzt zum Beispiel dich darin verlierst, dass du eine Instagram-Story nach der anderen liest, dass du einfach nur auf dem Handy rumdaddelst ohne Ziel oder ob du dir bewusst Zeit nimmst, um mit deinen Freunden zu spielen. Gut, also da kann man schon mal sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Medienkonsum, auch wenn es viel ist, und eben echter Mediensucht. Kannst du mal ganz einfach erklären, was ist denn Mediensucht? Von Mediensucht spricht man, wenn jemand es nicht mehr selbst kontrollieren kann, wie viel er die Medien nutzt. Also, dass er sich darin verliert und obwohl er sich vornimmt, nicht so häufig oder nicht so lange die Apps zu benutzen oder Videospiele zu benutzen, ihm das nicht mehr gelingt. Jetzt muss ich aber auch sagen, als ich so 13, 14, 15 war,
habe ich super viel Computer gespielt. Und ich weiß noch, dass ich im Urlaub war mit meiner Familie und ich lag am Strand und habe trotzdem nur daran gedacht, wie es ist, wenn ich wieder zu Hause bin und wieder am Computer zocken kann. War ich dann mal mediensüchtig oder wie? Das kann sein, dass wenn ich dich damals als Jugendlichen untersucht hätte, als Kinderpsychiater, dass ich dann gesagt hätte, du leidest an einer Mediensucht. Jetzt ist es bei dir zum Glück wie bei anderen auch gelaufen, dass du da alleine wieder rauskamst oder mit Hilfe von deinen Eltern und von deinen Freunden. Aber bei einigen ist es aber so, dass die dann nicht mehr alleine da rauskommen aus diesem Strudel und die brauchen dann Hilfe von uns Therapeuten. Ob jemand medienabhängig wird, liegt oft daran, wie Online-Spiele aufgebaut sind. Als Spielerin oder Spieler feiert man zum Beispiel super schnell und einfach Erfolge. Und wer erfolgreich ist, der kriegt Anerkennung von anderen Mitspielern. Und wer will das nicht? Außerdem wird man immer wieder für Können und die Spielzeit belohnt. Mit Gadgets, Outfits oder Prämien für die Spielfigur. So funktioniert es auch in sozialen Netzwerken. Jedes Bild, jeder Post und jede Nachricht, die gelesen oder geliked wird, vermittelt uns: Wir sind wichtig, wir sind toll und wir gehören dazu. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, aber was ist so schlimm daran? Das Problem ist, jeder Spielerfolg am Rechner und jedes Like am Handy sorgt dafür, dass unser Körper unter anderem den Botenstoff Dopamin ausschüttet. Ein Stoff, der uns antreibt, weiterzumachen. Bis sich unser Leben im schlimmsten Fall nur noch darum dreht und wir abhängig werden. Der Journalistin Nena ist genau das passiert. Noch vor einem Jahr hat sie täglich vor allem Fotos auf sozialen Netzwerken geteilt und war süchtig nach Likes und Followern. Sie hat sogar ein Buch zum Thema geschrieben. Heute denkt sie beim Fotoshooting zum Glück nicht mehr nur an die perfekte Pose, sondern vor allem ans Spaß haben. Sieht man ja. So, guck mal, das sind die Fotos, die wir gemacht haben. Ja, mega. Sehr cool. Früher hättest du die gemacht, einfach nur, um sie dann so schnell wie geht hochzuladen, oder? Das stimmt. Aber dann hättest du heute noch ein paar mehr von mir machen müssen. Ich glaube, die wenige Auswahl hier hätte jetzt nicht ausgereicht. Wann hast denn du eigentlich gemerkt, dass du zu viel Zeit am Handy und vor allem auch in den sozialen Medien verbringst? Mir ist es persönlich damals daran aufgefallen, dass ich nicht mehr ein tolles Kleid anhatte und einen schönen Abend hatte. Und dann ist vielleicht so ein Schnappschuss entstanden, den ich geteilt habe, was auch völlig in Ordnung ist. Mhm. Sondern ich habe dann gedacht, oh, ich trage ein tolles Kleid, ich muss aber jetzt noch ein Foto machen. Und ich glaube, sobald man immer daran denkt, dass man noch ein Foto für Instagram braucht, leidet man definitiv unter einer Instagram-Sucht und sollte Instagram weniger benutzen. Du denkst die ganze Zeit nur noch an, in deinem Fall, Instagram und nicht mehr daran, dass du tatsächlich gerade auch Leben lebst, sondern alles findet eigentlich da statt. Genau. Instagram und TikTok und Facebook und wie sie alle heißen, lassen uns einsam wirken, weil, sagen wir mal, das ist mein Handy, man sitzt davor und merkt gar nicht, was um einen herum passiert. Und eigentlich ist man ja nicht mit anderen Menschen im Austausch, was die sozialen Netzwerke suggerieren, sondern man ist alleine mit seinem Handy. Mhm. Und das lässt uns einsam werden und natürlich, dass wir uns andauernd mit anderen vergleichen. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass man dann, wenn man anguckt, wie die anderen aussehen, wie die anderen leben und so weiter, dass man in sich selbst im Vergleich immer nur die schlechteren Sachen sieht. Ja, total. Also man hat das Gefühl, jemand ist immer schöner, reicher, lustiger, ich weiß nicht, mach die besseren Fotos. Dabei stimmt das ja gar nicht. Es gibt ja immer nur einen Teil der Wirklichkeit wieder. Und sag mal, wie hast du es geschafft, dann selbst so, ich sag mal, davon loszukommen, das in den Griff zu kriegen? Also erstmal habe ich Digital Detox gemacht. Das nennt man, wenn man sein Handy einfach mal versteckt. Ich habe das damals im Auto versteckt und habe einfach mal ein paar Tage gar kein Handy benutzt. Okay. Und dabei fällt einem schon sehr auf, wie oft man eigentlich was fotografieren will. Und es ist völlig in Ordnung, mal ein Bild zu teilen, was einen glücklich macht vom schönen Moment. Man darf auch mal seine Arbeit, auf die man stolz ist, oder was aus der Schule. Aber man sollte kein Leben für Instagram leben oder für TikTok leben, sondern wenn überhaupt ein Leben mit TikTok, Instagram und den sozialen Netzwerken leben. Okay. Nena, vielen Dank, das war super mit dir. Ja, danke dir, es hat mir Spaß gemacht. Ja, auch. Mach's gut, Nena. Ciao. Tschüssi. Tschüss. Schon spannend, dass Nena die gleichen Sachen gesagt hat wie die anderen. Nämlich, dass es so wichtig ist, sich selbst im Blick zu behalten und einfach zu gucken, wie es mit dem eigenen Medienkonsum so aussieht. Und jetzt rufe ich nochmal Jakob an. Hi Tobi. Hallo Jakob. Du, ich habe jetzt gerade Nena getroffen und habe echt schon eine ganze Menge zum Thema Mediensucht rausgefunden. Und dachte, vielleicht kannst du mir jetzt zum Ende nochmal sagen, ob du ein paar konkrete Tipps hast,
wenn es um gesunden Medienkonsum geht? Also da müssen sich die Eltern und die Kinder ein bisschen die Verantwortung aufteilen. Wichtig ist, dass beide darauf achten, dass es genug Ausgleich gibt zwischen Aktivitäten an digitalen Medien und eben Aktivitäten als Familie, dass das Familienleben nicht zu kurz kommt. Dann ist es total wichtig, dass auch, was den Freundeskreis angeht, nicht alles digital stattfindet, sondern dass die Freunde sich draußen treffen, Fußball zusammenspielen. Und das können die Eltern vor allem auch erreichen, indem sie ein gutes Vorbild sind. Das heißt, dass sie ihr Handy zum Beispiel beim Essen weglegen und dass sie medienfreie Zeiten zu Hause haben. Mhm. Und dann ist es natürlich total wichtig, dass die Eltern ihre Kinder bei den ersten Schritten an digitalen Medien begleiten. Das heißt, die ersten Computerspiele sollten zusammengespielt werden und vor der 5. Klasse sollte auch noch kein eigenes Smartphone existieren. Ja, cool. Jakob, vielen, vielen Dank. Das war richtig toll heute mit dir. Hab vielen Dank. Sehr gerne. Bis bald, Tobi. Also, mach's gut. Und jetzt Handy weg. Ja, mach ich. Du aber auch. Ciao. Was für ein aufregender Tag. Ich habe viel über Mediensucht erfahren. Und ich glaube, am Ende ist es vor allem wichtig, sich in Videospielen oder Apps nicht zu verlieren, sondern eine gesunde Balance zwischen digitalen Medien und dem echten Leben zu finden. Für mich geht's jetzt wieder nach Hause. Okay, jetzt reicht's aber, wie Jakob gesagt hat, Handy weg. Obwohl, ein letztes Video noch. Süß. Na gut, jetzt reicht's aber. Schluss für heute. Thank you.